Man nennt das hier, glaube ich, Glück im Unglück. Willkommen zu unserem Sondervideo Sturmschäden. Also ich sag mal so, ich sitze hier auf einem ca. 50 cm dicken Ast von unserem Kastanienbaum, der vom Nachbargelände abgebrochen ist. Und wir haben wirklich Schwein gehabt. Hinter uns sind unsere Kürbisse. Und dieser Kastanienbaum ist wirklich so gefallen, dass er nicht einen einzigen Kürbis getroffen hat. Aber es hat noch mehr Schäden gegeben. Nicht nur hier, dieser, ich weiß nicht, 20, 25 Meter lange Baum, sondern auch bei uns im Garten ist einiges. Es ist nichts Dramatisches. Es sind Sonnenblumen abgeknickt, es sind Dahlien umgekippt. Einiges ist ein bisschen losgerissen, aber sonst haben wir wirklich Glück im Unglück gehabt, muss man wirklich sagen. Ich wünsche Ihnen jetzt mal viel Spaß dabei, weil den hier werden wir wegmachen und im Garten werden wir dann so ein bisschen versuchen, Ordnung zu schaffen nach dem Sturm. War ein ganz schön heftiger Sturm, teilweise mit Orkanböen, die immer noch anhalten. Aber das Ding hier ist schon ein Highlight. Ich weiß nicht, ob Flo mal einmal kurz darüber. Wie gesagt, lang genug ist der Baum. Gibt auf jeden Fall jede Menge Feuerholz für die nächsten Jahrzehnte. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Nach dem Vorspann sehen wir uns mal im Garten und dann geht es hier mit Kettensäge und Astsäge und allem drum und dran, was so möglich ist, an diesen kleinen Ast. Bis gleich nach dem Vorspann. Ich gehe schon mal vor. Mein Tabak, den ich ja extra stehen gelassen habe, damit er blüht. Ja, sieht jetzt auch so ein bisschen gerupft aus nach diesem Sturm. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich hätte mit schlimmeren Schäden gerechnet. Weil die kann man, die braucht man nur aufrichten, vielleicht ein bisschen stützen, das machen wir nachher. Und schon stehen die Dinger wieder. Aber wie gesagt, dieser Kastanienbaum, ich bin da nach wie vor fasziniert von. Was dieser Sturm für eine Kraft gehabt haben muss. Und also dieser Riesenast und dann unsere Kürbisse nicht verletzt. Wahnsinn. So, wir gucken mal weiter nach vorne, wie es da so aussieht. Ne? Tja, Floris Sonnenblumen. Da liegen sie nun. Aber die sind nicht abgebrochen, die sind wirklich nur umgelegt. Und da werden wir uns nachher ein paar Äste nehmen, werden die einfach wieder aufrichten und dann müsste das eigentlich gehen. Das größere Problem ist die hier an der Seite. Die haben wir letztens schon mit Seilen stützen müssen. Und natürlich ist klar, wenn der Wind da so gegendrückt, dass er genau an dem Bereich dann bricht. Aber können wir nicht ändern. Das ist jetzt passiert. Das ist genauso wie hier vorne die Dahlien. Also hier an der Seite sieht das ja noch relativ okay aus. Aber hier um die Ecke, da sieht es viel, viel schlimmer aus. Genauso ist die Lichterketten hier. Unsere Lichterketten, die eigentlich viel höher hingen, hängen jetzt irgendwie auf 7:30. Und eine, und das ist sogar die hier vorne, die ist gerissen. Da ist zumindest ein Kabel, da werden wir jetzt gucken, ob wir die reparieren können. Weil das ist schon immer sehr schön, wenn diese Lichter leuchten. Ansonsten haben wir wirklich ziemlich viel Glück gehabt. Wie gesagt, Sonnenblumen, entweder liegen sie oder, naja, sie liegen leicht. Weil Sie das jetzt hören, das ist der eine Frosch bei uns im Gartenteich. Haben Sie es gehört? Mach nochmal. Ja, so, ja, wie gesagt, also sonst haben wir echt wahnsinnig viel Glück gehabt.
Bis auf halt der Kastanienbaum, der jetzt fast weg ist. Und zu dem gehen wir jetzt. Es geht jetzt ums Fällen, Sägen, Kleinmachen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass der Sommer jetzt langsam wiederkommt, weil das ist echt dieses Jahr zu viel gewesen. Erst zu warm, dann zu viel Regen, jetzt Sturm. Was kommt denn noch? Also da macht das Gartenjahr wirklich fast keinen Spaß mehr, oder? Aber wir lassen uns ja nicht unterkriegen, also mal ganz ehrlich. Egal, was da kommt, wir machen weiter. So, auf geht's. Wir sehen uns gleich am Hang, beim Kastanienbaum. Bis gleich. Kennen Sie das, wenn man nur für die leichten Arbeiten zuständig ist? Ist auch ganz lustig. Wir sind hier mit ein paar Mann. Ja? Und jetzt, wo wir filmen, haben sie sich alle in die Richtung verpieselt. Ja? Und auf der anderen Seite wird gesägt, wie man ja hört. Ne? Ich habe gesagt, wir nehmen das ganze Holz für unseren Ofen zu verbrennen. Bei der Masse Holz haben wir die nächsten 10 Jahre mindestens Holz. Ich sag lieber nichts mehr. So, wir machen mal weiter. In diesem Sinne, ab in der Rinne. Bis später. Warum muss ich das eigentlich machen? Dafür hat man seine Leute. Ich habe offensichtlich meine Leute nicht dafür. Wenn man sich mal überlegt, wie wenig Holz im Endeffekt davon überbleibt. Ja gut, wir haben jetzt da hinten die dicken Stämme noch und alles. Aber diese zwei Haufen sind von diesem riesen Baum im Endeffekt im Moment das Einzige, was überbleibt. Gut, ein bisschen müssen wir noch, aber gut. Wir sind ja ein paar Leute, von daher sollte das relativ schnell gehen, das jetzt noch wegzukriegen. Ich muss aber weitermachen, sonst kriege ich wieder Ärger. Das ist ja das Problem hier. Also es gibt ja Arbeiten, die machen wirklich Spaß. Ne? Ja. Total. Es gibt aber auch Arbeiten, die machen keinen Spaß. Und das war eine Arbeit, die macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich finde, man hat gemerkt, was die Natur für eine Kraft hat, oder? Ja. Also wir haben hier Äste, die sind teilweise einen halben Meter tief in der Erde. Die kriegst du auch nicht mehr raus hier vorne. Ich weiß nicht, Flo, kannst du da mal kurz drauf gehen? Dieser dicke Ast, den werden wir nie im Leben hier rauskriegen, weil der ist wirklich einen halben Meter tief. Da oben, abgebrochen, dieses Riesending. Ja, und wir haben jetzt ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr, ne? Nein, heute nicht mehr. Also heute nicht mehr, geht jetzt auch gleich in den Garten. Irgendwie noch einen Grill anmachen oder ein Schnäpschen trinken. Schnäpschen trinken wäre super Idee. Mm. Und mehr nicht. Ja, Sturmschäden beseitigen. War ein kurzes Video, mal kurz gezeigt, was wir hier heute gemacht haben. Viel Holz ist eigentlich nicht übergeblieben. Sah viel mehr aus, als es ist. Ihnen jetzt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns am Sonntag schon wieder zum nächsten Video. Bleiben Sie uns treu und machen Sie Ihren Garten windsicher. Ne? Bis dahin. Tschüss.